Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut Voodoo.de VR. Heute zocken wir Aerofly FS4 Flugsimulator. Und wie der Name schon vermuten lässt, natürlich ist das ein Flugsimulator. Ja, wie ihr wisst, ich bin ein absoluter Hardcore-Noob, was Flugsimulatoren angeht. Ich bin kein Pilot, ich habe auch noch nie zugeguckt oder irgendwas. Die ganzen Knöpfe sagen mir alle gar nichts. Aber ich denke, es ist ganz cool, mal reinzugucken. Wir schauen uns mal die Cockpits an. Wir schauen uns mal die Welt so ein bisschen an. Also ich zeige euch so ein bisschen von dem Spiel, ja, damit das nicht irgendwie auch in Vergessenheit gerät. Vielen Dank wie immer auch an meine Sponsoren Woodless VR, Oppermann Events, Virtual Escape, Slim Beats und Antline Audio mit ihren VR-Headset-Mikrofonen. Alle Links und Coupon-Codes in der Beschreibung. Viel Spaß mit dem Video und los geht's. So Leute, willkommen im Spiel. Nochmal der ganz wichtige Hinweis, ich bin ein absolut blutiger Anfänger. Das ist das erste Mal, dass ich dieses Spiel hier spiele. Beziehungsweise ich habe es schon 10 Minuten auf meinem englischen Kanal gezockt, aber das macht die Sache natürlich auch nicht fett. Wir haben hier einige Steuerungen. Ja, hier sehen wir die ganze Steuerung, womit ich natürlich selber gar nichts anfangen kann. Das ist so viel, da bräuchte ich Wochen, um das alles zu lernen. Dafür habe ich logischerweise keine Zeit. Aber es geht ja vor allem hier darum, mal dieses Spiel einfach zu zeigen, dass es existiert, wie es aussieht und so weiter. Die Grafik ist auf Ultra gestellt, die Auflösung nicht. Die Auflösung habe ich jetzt mal niedriger. So. Also wir gucken uns mal an, welche Flugzeuge es hier alle gibt, ja. Also da sind schon echt ein paar coole dabei. Kann man das auch mit den, ah ja, genau, so ganz mit den Pfeiltasten. Guck mal, wir haben sogar so Kampfjets hier. Helikopter haben wir. Guckt euch das mal an. Guck mal hier, den Kollegen 747, boah, geilo. Guck mal, sogar ein Segelflieger. Boah, guck mal, der. Das sind schon echt viele dabei, ne? Und ja, also wir können jetzt hier Karriere, Achievements haben wir hier, Skill Levels, da bin ich natürlich auf dem absolut noobigsten Stand. Wir können hier die Location wählen, also wo wir starten wollen auf dem Planeten, ja. Zum Beispiel hier JFK und so weiter. Interessanterweise sehe ich hier gerade, es gibt jetzt nur hier in den USA. Wahrscheinlich kann man da irgendwas Add-ons oder freischalten oder so. Las Vegas. Ja, ja, da bin ich auch schon von geflogen. Schon des Öfteren. Navigation. Habt ihr hier. Wetterkonditionen können wir einstellen. Ja, und hier können wir dann halt die Missionen machen, ja. Challenges. Da kann ich euch jetzt einfach mal ein bisschen was zeigen. Fangen wir mal mit so einem kleinen hier an. Santa Barbara sind wir jetzt. Zack. So, also ich habe jetzt keinen HOTAS im Moment. Das bedeutet, ich zeige es jetzt mit Maus und Tastatur, was natürlich für Flugzeugsimulationsfans Schwachsinn ist. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Das macht es natürlich nicht mit der Maus. Und ich sage euch schon direkt, warum. Weil hier in dem Spiel ist das nämlich ein bisschen problematisch, weil du, hier geht's jetzt bei dem Flugzeug, aber du findest oft den Punkt nicht, wo du mit der Maus hinklicken musst. Ich gebe jetzt mal Gas. Na? So, und jetzt musst du, ah, jetzt, okay, mittlerweile habe ich jetzt ein bisschen besser. Ja, das geht ja schon gut los. Zack! Krieg schon nicht hin zu, hä? Ja, umso besser, jetzt sind wir am Startfeld. So. Ups. Ich weiß nicht, warum der nicht links und rechts lenkt. Das wird wahrscheinlich irgendeinen Grund dafür geben. Ist egal, wir ziehen den jetzt gleich hoch. Oh! Ach, kommt schon! Verdammt. Ich bin so ein harter Noob. Ah, das habe ich ja... Ich habe euch ja vorgewarnt. Kann irgendeiner von mir... Von euch. Ah, jetzt lenkt er ein bisschen. Komm, jetzt ziehe ich gleich hoch. Komm. So. Ja! Übrigens, ich habe alle Hilfen eingeschaltet, die man aktivieren konnte. So, und ich weiß nicht, ob es dem einen oder anderen schon auffällt, aber das Spiel läuft sehr, sehr flüssig. Ne? Also, wenn ich jetzt hier gucke, das ist so
wundervoll flüssig. Also wenn ihr jetzt nicht so eine Hochleistungsmaschine habt für den Microsoft Flugsimulator zum Beispiel, dann ist das hier vielleicht eine super tolle Alternative. Ich meine, das sieht natürlich nicht annähernd so gut aus, muss man auch ehrlich sagen. Ne? Die Texturen sind jetzt auf Ultra und guck mal, der Boden, der sieht wirklich grützig aus. Da muss man auch ehrlich sein, aber das macht nichts. Es geht ja vor allem um den Spaß und das Fluggefühl. Und du kannst das Spiel hier echt gut zocken. Gefällt mir. Aber das Cockpit sieht aber auch, das sieht wirklich gut aus, ja. Also da kannst du wirklich überhaupt nicht meckern. Sieht wundervoll. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ihr seht das aber auch gut, ne? Genau. Da sehe ich, sieht man wirklich alles. Jede einzelne Anzeige, super. Uhuhu. Hä? Ich hatte ja den Motor ausgemacht. Wir landen jetzt mal hier einfach im Busch. Oh oh. Jo, und den Überschlag. Was ich halt auch saugeil finde, ja. Kommt da gerade ein Flugzeug? Was ich auch saugeil finde, die Ladezeiten sind saukurz, ja. Also du kommst zack, wenn du gecrashed bist, geht sofort weiter. So zack, zack, alles geht sehr, sehr schnell. Das mag ich wirklich gerne. Jetzt gucken wir uns mal ein anderes Cockpit zum Beispiel an. Was haben wir denn hier? Na, ihr seht hier immer, was man machen muss. Ja? Also hier sehen wir zum Beispiel von Burbank nach Santa Barbara. Ein Flug mit dem Learjet hier. Was haben wir hier noch? Guck mal, hier können wir zum Beispiel so ein Canyon Landing machen. Das kann ich euch auch mal kurz zeigen. Wir machen jetzt hier natürlich keine Anstalten irgendwie. So, und hier ist halt das Problem, du siehst mit der Maus nicht so genau, wo du hinklicken musst, wenn du es mit der Maus zocken willst. Das ist alles irgendwo an der Seite. Hier, da ist dann so ein kleines Symbol und dann kannst du die Flugsteuerung übernehmen mit der Maus. Aber um Gottes Willen, zock das jetzt nicht so mit der Maus, wie ich das mache. Das ist ja Blödsinn. Jetzt hast du halt hier so eine alte Militärmaschine. Ich finde, das sieht wirklich cool aus. Ja, guckt euch das mal an hier. Mega, oder? Aber leider hier sieht man auch ganz hart, wie hässlich die Texturen hier in dem Canyon sind, ne? Das sieht schon wirklich fies aus, leider. Aber wen das nicht stört, der kriegt einen sehr tollen Flugsimulator mit tollen Flugzeugen. Die Cockpits sehen super aus. Macht auch Spaß und vor allem super performant und halt auch, das geht alles sauschnell mit dem Laden. Keine Ahnung, wo hier die Bremsen sind. Man kann natürlich sich jetzt hier reinfuchsen und ganz, ganz viele Sachen auswendig lernen, hier mit den Shortcuts und so. Da brauchst du natürlich viel, viel Zeit und dann klappt das natürlich auch viel besser. Da kannst du auch nach und nach die ganzen Hilfen ausschalten und so. Das finde ich schon ganz cool, ja. So, was haben wir hier noch zum Beispiel? Können ja mal so eine ganz fette Maschine nehmen, wenn es die hier irgendwo... Oder weißt du was, das habe ich auch noch nicht. Area 51, komm, da fliegen wir mal mit so einem... Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Geil! Oh shit. Oh shit! Zieh hoch. Nein! Hoch! Oh Kacke! Jo, das hat ja gut geklappt. Seht ihr das? Man kann sofort weitermachen. Ja, ohne lästige irgendwie Wartezeiten oder so. Ey, guck mal, wie geil das aussieht. Oh shit. Das ist sehr, sehr sensibel, die Steuerung jetzt hier. Finde ich absolut cool. Kann man das Ding ziehen? Nee. Ihr seht, man kann alle einzelnen Knöpfe hier auch bedienen, ja. Ich weiß ja nicht, was die alle zu bedeuten haben. Null. Aber das ist ja auch erstmal egal. Was ist das? Ist das geil, einfach mal alles zu drücken? Oh shit! Zieh hoch! Puh. Das ist Area 51, ne? Ja, da war ich sogar in echt schon mal. Also vor dem Tor, nicht innen drin. Boah. Oh oh. Hoch, hoch! Ist schon cool, oder?
Oh, ja. Also das ist schon fein. So, jetzt wollte ich aber mal eine ganz große Maschine zeigen. Haben wir die hier zufällig irgendwo in den Challenges? Du kannst natürlich auch einfach einen eigenen Flug machen, das ist ja klar. Ich wollte euch nur mal so eine dicke Maschine. Ne, da haben wir jetzt hier gerade Recommended for you, sagt er. Ja, warte mal, Aircraft List, genau. Da nehmen wir jetzt doch mal, nehmen wir mal den dicken hier, ja. Zum Beispiel das hier. Weil ich will euch auch immer das Cockpit vor allem zeigen, weil das ist natürlich wirklich eine Glanzleistung. Ja. Guck mal, wie schnell der das lädt. Guck mal, jetzt im Dunkeln hier. Ist das geil oder ist das geil? Guckt euch das mal an. Mega. Und jetzt seht ihr, warum ich meine, dass das mit der Maus schwierig ist. Weil jetzt muss man nämlich genau diese Dinger hier anvisieren. Und die krieg ich nicht anvisiert, ja. Ich seh's einfach nicht. Jetzt dreht das Flugzeug sich natürlich gleich im Kreis, weil ich die Triebwerke nicht... So. Ah, doch. Warte. Komm schon. Verdammt! Nee. Also du kannst... Das ist halt ein riesiges Problem, dass du das halt einfach eigentlich anvisieren kannst, ja. Wenn ich den führt... Es gibt natürlich Shortcuts dafür, ja. Guck mal, wenn ich jetzt hier drücke, dann würde ich meinen, dass ich den vierten habe, aber der nimmt den zweiten. Keine Ahnung, wie man den richtigen da aktiviert. Was ist das denn? Flight Detent. Auf jeden Fall gibst du dann hier Gas, ne, natürlich. Wie auch immer. Das fühlt sich auch so an, als wenn der das irgendwie so dran snappt mit dem Mauszeiger. So, hier ist genau... Ah, guck, hier haben wir das Steuerhorn jetzt. Aber ich kann natürlich jetzt nicht hochziehen, weil er sich im Kreis dreht, logischerweise jetzt. Ich habe es einmal kurz hingekriegt, dass ich das... So. Jetzt! Jetzt habe ich den richtigen Punkt. Aber jetzt wahrscheinlich... Komm schon. Ja, genau in die Gebäude. Herzlichen Dank. Das wird natürlich jetzt nicht klappen. Zup. Geil, oder? Aber ich finde das mega... Guck mal hier. Also du kannst hier wirklich alles auch bedienen, ne? Also theoretisch mit der Maus, aber praktisch, um Gottes Willen, lass es sein. Das ist natürlich dann nix, ja. Oh, guck mal hier, der. Geil. Location. Warte mal, wo ist Las Vegas? So. Was ist das? Ups. Choose your starting location. Hier. Ah, okay. Take off. Genau. Hat er das jetzt? Kann man mal den? Mal gucken. Ist das Las Vegas? Ja, definitiv. Cool. Jetzt haben wir aber das gleiche Problem, oder? Ah, jetzt habe ich mal getroffen. Jetzt sehe ich, jetzt ist es zu dunkel hier. So, oh oh. Rüber, 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 nein! Ach du Scheiße. Egal, das muss klappen. Hoch. Ja! Oh oh. Geil, oder? Wir versuchen mal irgendwie da drüber zu fliegen.
Da, guck mal, wie cool. Oh oh. Knaller, oder? Ich habe so Bock, nochmal da in echt hinzufliegen. Wird langsam nochmal Zeit. Mega, also ich mag das. Ich mag das Spiel. Also wirklich so als Alternative für PCs, die nicht so stark sind zum Microsoft Flug Simulator, ne, kann man nicht meckern. Oh, Kacke! Nein, nein, nein! Was ist jetzt los? Da ist das Bellagio. Kennt ihr das? Wer war schon mal in Las Vegas? Da ist das MGM Grand. Oh, oh. Ja! Nein! Doch! Scheiße! Nein! Bam! Ja. Guck mal, wie cool. Auf jeden Fall ist das sehr, sehr spaßig, ja. Macht Bock. Und ja, jetzt habe ich euch mal ein bisschen gezeigt und jetzt seid ihr Profis am Start. Wir gehen mal zurück ins Studio und dann reden wir mal darüber. Aerofly FS4 Flugsimulator, Leute. Ja, als erstes, bevor ich es vergesse, man kann hier für die USA noch für einige Locations so ein High-Resolution-Paket ziehen, dann sehen einige Lokationen wirklich noch besser aus. Das ist sogar kostenlos. Und Europa, wie ich ja schon vermutet habe, kann man dann hier auch runterladen. Und das ist sogar kostenlos hier, ne? Einige Sachen kosten natürlich, ja, zum Beispiel Flugzeuge oder so. Aber insgesamt kostet das Spiel $60. Ja, und hier gibt es dann auch noch so einen Bündelrabatt. Ja, also im Vergleich zum Flugsimulator von Microsoft ist das natürlich kleiner. Sieht natürlich nicht ganz so gut aus, aber für Leute, die einen schwachen PC haben und das trotzdem in VR zocken wollen, ist das wirklich auf jeden Fall einen Blick wert. Ja, muss ja nicht immer der Flugsimulator von Microsoft sein. Das hier macht auch mega Spaß. Die Cockpits sehen super toll aus. Alles fühlt sich toll an. Aber tut euch auch selber einen Gefallen und besorgt euch so ein HOTAS-System mit Flightstick und Schubkontrolle und all so ein Zeug. Dann ist das natürlich schöner. Und vor allem müsst ihr viel, viel, viel Zeit da investieren, um das alles zu lernen. Ja, also so wie ich das jetzt gerade gemacht habe, ist ja im Grunde Mumpitz. So ein Spiel kann man nicht einfach mal 10 Minuten zeigen. Aber es ging mir vor allem halt wirklich darum zu zeigen, dass das Spiel existiert, wie es aussieht, damit ihr einfach mal seht, guck mal, das gibt's auch noch. Es gibt nicht nur den Flight Simulator von Microsoft. So sieht's aus. Wenn ihr das Spiel haben wollt, unter dem Video findet ihr den Link. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao. Voodoo.de